An vielen Schlüsselpositionen der Energiezukunft trägt das Bayernwerk Verantwortung. Es gestaltet den Wandel der Energienetze hin zu modernen Steuersystemen lokaler Energieflüsse. Gerade wird die Ladeinfrastruktur als Basis moderner und nachhaltiger E-Mobilität erweitert. Das alles passiert auch im Netzcenter in Penzberg. Neue Kundenräume, neue Serviceleistungen für die Kunden und eine rund um die Uhr öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur. Wir stellen Ihnen dieses Netzcenter jetzt einmal genauer vor. Erneuerbare Energie hat schon lange das Interesse von Verbrauchern geweckt, gerade in Zeiten des Klimawandels. Energienetze, Versorgungssysteme und E-Mobilität sind nur einige Punkte in der großen Themenlandschaft der Energie. Eine gute und richtige Beratung ist besonders wichtig. Weil die Energiezukunft nicht mehr nur die Energiezukunft in diesem, ich sag mal, kleineren Maßstab ist, mit mehr Dezentralität, mit mehr dezentralen Erzeugungsanlagen. Diese Entwicklung wird weitergehen, sondern es kommen jetzt Speicher mit dazu. Also immer mehr Energie, die auch bei den Kunden selber gespeichert wird und damit auch der Autarkiegrad der Kunden steigt, die Autonomie. Aber es kommen auch ganz andere Felder hinzu. Mobilität zum Beispiel ist eins der tollen neuen Themen, die jetzt auch, glaube ich, immer mehr Platz greifen. Wir engagieren uns hier sehr stark bei der Ladeinfrastruktur, aber auch bei ganzheitlichen Lösungen für unsere Kunden. Es geht also nicht nur um Laden, es geht wirklich um Mobilität. 60 Mitarbeiter betreuen rund 280.000 Bürger im Netzcentergebiet Penzberg. Von der Zugspitze bis hin nach Schäftlarn. Die neuen Kundenräume bieten eine Anlaufstelle für Auskünfte zu Themen wie Energieeffizienz und Neuanschlüsse, also wenn ein Häuslebauer seinen Neuanschluss beantragen will, Fragen hierzu, dann später über die Realisierung bis hin zur Zählersetzung. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, was ein großer Themenblock ist, ist die Anmeldung und die Abarbeitung von Einspeiseanlagen. Sie können hier eben auch andere Produkte sich anschauen, die jetzt eben auch immer mehr werden, die Richtung Ausstattung des Hauses, man könnte vielleicht sagen, Schlagwort ist ein bisschen Smart Home, in diese Richtung sich hineinentwickeln. Das Bayernwerk kümmert sich außerdem um eine gesicherte Versorgung beim Kunden. 26 Techniker sind allein für das Netzcentergebiet von Penzberg zuständig. Zum Engagement des Bayernwerks zählt auch die neue E-Ladesäule. Wir bauen die alten Köpfe in der Regel, da wenn der Mast noch in Ordnung ist, wird dieser abmontiert und ersetzt durch einen Kopf, einen Beleuchtungskopf mit LED drinnen. Und allein die LED-Technik bringt, je nachdem, was vorher war, bis zu 80% Energieeinsparung. Und ist auch vom Betrieb kostengünstiger, weil sie einfach länger leben. Mit der richtigen Beratung sind Verbraucher somit bestens für die Energiezukunft aufgestellt.